Herzlich willkommen hier zu Timos Lichtblick, Kartenlegen mit Herz und Humor. Und der Juli steht vor der Tür, das heißt für alle Singles das große Single-Orakel zum Mitmachen. Wieder da. Heute mal am Samstag darf auch mal sein. Und wie immer dürft ihr hier jeweils eine Nummer für euch wählen, welche euch intuitiv zusagt. Deswegen sind die ein bisschen verschieden gelegt, dass ihr auch den Unterschied merken könnt in der Energie, was schwärmt mehr zu euch. Lasst uns gar nicht groß dran rumreden. Wählt einen aus, die 1 oder die 2 und lasst uns loslegen. Liebe Singles, seid gespannt, der Juli hat viel zu sagen. So, liebe Singles mit der Nummer 1, hier seht ihr euer Kartenbild, euer Kartendeck, wie ihr es euch intuitiv ausgewählt habt. Und ihr seht oben, das Herz liegt zwischen den zwei Füchsen. Das Herz zwischen den zwei Füchsen und sie schauen nicht einander weg, sie schauen einander zu. Das Schöne daran ist, du kennst deine Vergangenheit, du kennst auch deine Zukunft und in der Gegenwart liegt schon Liebe in deinem Herzen. Aber dennoch bist du mit sehr, sehr viel Zweifeln belastet, wie auch immer mit dieser vorschnellen Entscheidung, dass du für andere entscheiden möchtest. Das heißt, sowas wie, wenn du jetzt eine Nachricht schreibst an dein HM, deine HD oder dein WP, egal an wen, und du schreibst in der Nachricht schon, was deines Erachtens nach für ein Statement zurückkommt, wie die Rückmeldung wäre. Angenommen, du sagst, ich habe mich so sehr in dich verliebt, ich weiß, ich verscheuche dich jetzt mit dieser Antwort, so, dann hast du für ihn schon gehandelt. Das darf niemals passieren, weil du hast ihm A, gar keinen Raum gelassen, seine Meinung zu äußern oder ihre Meinung zu äußern. Und B, solltest du auch darauf achten, dass du dich nicht kleiner machst, weil das hat sehr viel mit Selbstwert und Selbstliebe zu tun, dass man sich da nicht einengt. Und du, deine Vergangenheit wie auch deine Zukunft, dir ist schon klar, wie du leben willst, aber deine Vergangenheit hat dich so geformt, wie du jetzt bist. Und manchmal tust du dich einfach zu sehr in der Vergangenheit lassen. Manchmal tut der mentale Schutzeffekt von deinem Verstand leider schon einführen, dass deine Handlungsweise in die Richtung geht, dass du wirklich schon handelst, bevor eine positive Reaktion kommen kann. Somit tust du auch was Negatives eigentlich hervorrufen, weil wenn der Wunschpartner jetzt dann denkt, okay, warum sagt sie denn, ich solle gehen, weil sie mich liebt, vielleicht liebe ich sie ja auch, bei mir ist es nur noch nicht so klar wie bei ihr oder wie bei ihm. Ja, dann hast du ihn schon verscheucht, alleine mit dem Statement, ich weiß, das geht jetzt zu weit oder so, weil, naja, viele Menschen sind dann von der Schwäche, die wo diese Nachricht zeigt, erschrocken, wie schnell ein Partner auch wieder weg sein könnte. Weil das signalisiert immer, dass du in Stresssituationen oder ernsten Situationen, die dich als Gefühlsmensch treffen würden, dass du gleich wieder wegrennst. Und du sollst nicht wegrennen vor der Liebe, du sollst deine Liebe annehmen und dein Glück auch leben können. Auch wenn derjenige dir das derzeit noch nicht zeigt, das ist wirklich so, dass derzeit viel einseitig ist, für gerade alle Leute, wo die 1 gewählt haben, es ist sehr viel einseitig, es ist auch sehr emotional und du hast auch derzeit immer wieder Menschen in deinem Leben, die dich stärken, aber genau das ist es, was du auch brauchst. Deine Stärke wieder für dich zurückgewinnen. Dann erst kannst du einen starken Partner auch bekommen. Und die Seelenreich-Orakelkarten sagen dazu, es ist Zeit für Veränderungen, warte nicht länger und schiebe keine Entscheidung vor dir her. So, hier könnt ihr sie auch nochmal gerne sehen. Gepaart mit tanke Kraft in der Natur und gönne dem Jäger, der Jägerin in dir eine Pause. Das heißt, ja, jage nicht, sondern werde gejagt, so als Beutetier jetzt mal gesehen. Suche nicht, weil du bist schon längst gefunden worden. Du musst nur die emotionale Basis wieder freigeben. Und die Zeit für Veränderung ist es, dass du dich nicht immer so klein redest. Es ist Zeit dafür, dass du dich mal groß redest, dass du präsentierst, wer du bist. Und vor allem, dass du zeigst, dass auch du Liebe verdient hast, sowie Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit. Es ist vorbei nun damit, sich immer nur hinzustellen und sich im Kreis zu drehen, um alle anderen um dich herum glücklich zu machen, bis der vom Anfang wieder schreit, ich brauche deine Hilfe. Das ist jetzt vorbei. Du brauchst dich nicht mehr im Kreis drehen. Jetzt ist es Zeit, dass du dein Leben in die Hand nimmst und für das einstehst, was du willst. Das ist der Juli für dich, meine Liebe. Und die Quintessenz darunter zu deinem Wunschpartner ist nämlich die Anziehungskraft. Hier könnt ihr sie auch gerne nochmal sehen, die Anziehungskraft für euch. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt.
Und was heißt, diesen Moment voll genießt? Vielleicht seid ihr noch nicht in der Beziehung, vielleicht ist der Kontakt noch nicht so toll, wie du es dir wünschst. Aber wir Menschen müssen lernen, uns manchmal mit dem zufrieden zu geben, was wir bekommen. Weil solange es dir noch nicht schmerzt, ja, und solange keine andere weibliche oder männliche Energie im Spiel ist auf der anderen Seite, dann kann doch auch eine Beziehung sich langsam entwickeln. Manche Menschen brauchen da etwas länger, die sind nicht so gefestigt in ihrer emotionalen Basis. Aber deswegen kommt der Juli, der bringt den großen Umschwung. Wenn du es lernst, alles sachte anzugehen, das anzunehmen, was du hast und dich darüber zu freuen, dann kann sich da was ganz, ganz Großes draus entwickeln. Und das ist auch so das Statement für die Menschen, die die Eins gewählt haben. Du bist mit deiner Vergangenheit konfrontiert, jedes Mal mit deinen Lernthemen. Du weißt, was du in der Zukunft willst, aber du nimmst dein Hier und Jetzt noch nicht an. Du solltest die Veränderung bringen, weil du dich immer kleinredest, und lebe deinen Selbstwert wieder auf und deine Selbstliebe erst recht. Das ist der Juli für dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier seht ihr es, welche wunderbaren Karten für euch gelegt worden sind. Okay, sind wir ehrlich, so wunderbar ist es leider nicht für euch im Juli. Denn wie ihr seht, die Kommunikation zwischen eurem Herzmann oder eurem Wunschpartner liegt sehr, sehr im Zweifel, sehr, sehr in der Unwahrheit und sehr, sehr im Streit. Das liegt aber daran, dass du auch manchmal ein bisschen sehr stark ego-belastet bist. Aber das ist total in Ordnung, weil du hast dein Ego so viele Jahre gar nicht gelebt. Du hast immer auf alle anderen geschaut, hast immer geguckt, dass du es jedem recht machst. Dann darfst du jetzt auch mal an dich denken. Und gerade du brauchst einen starken Partner an der Seite. Du bist nicht so leicht zu handeln. Du hast hier und da mal deine Macken. Und vor allem bist du sehr, sehr wild, was Partnerschaft angeht. Du bist sehr spontan. Deswegen hast du auch dich für die zwei spontan entschieden. Hast kurz an die 1 gedacht, aber dann die 2 gewählt. Aber im Endeffekt ist es so, dass die Kommunikation sehr gestört ist, weil Alpha-Tier-Kampf derzeit besteht. Ich sehe auch Lügen von der anderen Seite. Für mich liegen da die Lügen drin von der anderen Seite. Also von der Seite deines Wunschpartners, von deines HMs oder deiner HD. Aber es sind vielleicht manchmal auch Geheimnisse, die etwas ein bisschen die Wahrheit verdrehen. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr viele Konflikte jetzt im Juli geben mit dem Herzmenschen. Aber das Gute ist, nach dem Juli ist damit vorbei. Das heißt, jetzt nochmal durchquälen einen Monat lang und danach kämpfen. Das Gute ist, dass bei dir alle Sinne erwachen und dass du ein lichtvoller Engel bei dir an der Seite ist, weil in dunklen Pforten wacht dein Engel und deine Sinne erwachen. Das heißt, die Unwahrheiten werden diesen Monat gar keinen Bestand in deinem Leben haben können, weil du sie durchschaust. Nimm sie bewusst wahr und entschleunige dein Leben. Du musst nicht von A nach B rasen für einen Menschen, der dir vorne und hinten eine dumme Story erzählt. Wenn wir ehrlich sind, machen das ganz viele Menschen. Die erfinden Geschichten. Da wackelt manchmal jeder Knochen in meinem Körper, wenn ich höre, worauf sich manche Männer wie auch Frauen einlassen und was die sich erzählen lassen. Das ist, ja, 0815-Gehabe, was wir gar nicht brauchen. Und vor allem du nicht. Wenn du die 2 gewählt hast, brauchst du was Starkes. Ich habe schon gesagt. Ganz wichtig ist, dass du wirklich alles wahrnimmst. Durchleuchte mal wirklich jeden Satz, der zu dir gesagt wird. Und du wirst merken, im Endeffekt passt A nicht zu B. Und C schon gar nicht mehr zu D. Also warum hast du denn A gesagt, wenn B und C sowieso gelogen war und D dann wieder stimmt? Die Brücke zwischen der Kommunikation ist einfach nicht gefestigt. Und wenn jemand meint, er müsste dich belügen, dann hat er was zu verheimlichen. Und wer nicht ehrlich ist, hat dich nicht verdient. Und da sind wir auch schon beim Thema angekommen. Bei der Quintessenz zu diesem Thema: Probleme in der Familie heilen. Oder auch zwischen euch. Wenn du eine Familie aufbauen willst, dann ist es ja auch immer ein Problem zwischen dir und dem Wunschpartner. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Naja, es ist egal, ob er oder du oder sie. Ja? Wichtig ist, und das ist sehr, sehr wichtig, dass du nicht das Leben deiner Eltern fortsetzt. Du hast dein eigenes Leben, du bist deine Seele. Vielleicht seid ihr eine Seelenfamilie, aber du bist deine eigene Seele mit dem eigenen Seelenplan hier auf der Welt. Du musst niemandem sein Leben nachleben. Du hast dein Leben, das für dich bestimmt ist. Daher sollst du nicht immer auf andere gucken, wie gut es denen geht und wie schlecht es dir geht,
sondern du sollst dich in den Mittelpunkt stellen, weil dann schauen andere und sagen, wow, schau mal, wie gut es ihr oder ihm geht. Sowas machen wir viel zu selten. Geh mal in die Stadt und lächel. Die Leute denken, du bist glücklich. Geh mal in die Stadt und guck traurig. Du guckst und sagst, alle anderen sind glücklich, nur ich nicht. Jetzt ist Schluss mit Trübsalblasen und vor allem Schluss mit Naivität. Es ist Zeit dafür, dass du erkennst, was ehrlich ist und was unehrlich ist. Und gerade das solltest du jetzt auch durchleuchten. Auch wenn es jetzt hart klingt und vielleicht nicht so die schönste Botschaft ist für den Juli, es ist trotzdem etwas sehr, sehr Essentielles für deinen Weg in der Liebe, wie auch für deinen Weg in deine Liebeszukunft, weil du möchtest auch noch eine Familie aufbauen. Du brauchst einen Partner, einen, der dir auch deine Freiheiten gibt. Gerade die Leute, die die zwei gewählt haben, sind Menschen, die Freiheit brauchen. Aber du brauchst einen Partner, der am Ende des Tages da ist und die Schulter zum Ausweinen ist oder auch die Schulter ist, die dir wieder die Stärke gibt, die du eigentlich besitzt. In diesem Sinne, wir sehen uns am Sonntag wieder im Livestream auf Facebook. Denkt dran, diesen Sonntag kommt auch noch die Wochenenergie. Ihr kriegt YouTube-Video um YouTube-Video von mir. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende noch. Bleibt immer da. Timus Lichtblick sagt au revoir.